Ich aktualisiere nochmal. Ja, 250. Ja, sauber, hey. Für jeden Kommentar kriegt ein Los so. Und ich werde insgesamt 5 Leute ziehen. Und jeder von euch, der kriegt ein Zipper plus eine Jogginghose aus unserer Wackency-Kollektion zugesendet. It's Black Week, Leute. Was geht ab? Was wir vorhaben, wir werden euch die nächsten Tage mitnehmen. Das wird ein Black Week Vlog. Es ist viel geplant. Ich habe Angst vor den Bestellungen. Es ist eine heftige Nummer dieses Jahr und ich freue mich. Also, das ist nur eine random Szene beim Lambo, da der ein oder andere E-Com-Guru noch da draußen meint, dass den Lambo wieder abgeben. Nee, hier steht er doch. Als YouTube-Location. So, wir fahren jetzt rüber in die Produktionsweitwagen. Der Audi A8 steht im Winter bereit. Schreibt's in die Kommentare. Von wem ist das erste Auto günstiger als mein Zweitwagen? Von welchem E-Com-Guru? So Leute, jetzt diese asozialen Katzen mal zur Seite. Wenn ihr euch fragt, was diese Woche ansteht, diese Woche ist verdammt viel geplant. Nummer 1, die ganze Ware kommt diese Woche an. Nummer 2, wir haben Black Friday. Das heißt, wir werden intern die Bestellungen anregen. Wir werden die Bestellungen von unseren Partnern anregen. Also von den Leuten, die bei uns in der Beratung sind. Der nächste Punkt ist, wir müssen die Produktion zu 100% auffahren. Das wird keine leichte Nummer, aber wir werden mal gleich mal reinsehen. Der nächste Punkt ist, wir haben zusätzliche Kapazität angemietet. Das heißt, zusätzlich ein Warenlager. Ja, was gibt's noch? Eigentlich sehr, sehr viele spannende Punkte. Und ich will euch einfach mal diese Woche mitnehmen, dass ihr mal anschauen könnt, wie so der Tag oder die Woche eines CEOs ist. Hier bei der Market Consult, bei Market Print. Und ich werde euch bei ein paar Meetings einfach mal mitnehmen und ihr könnt noch mal einen Einblick darüber machen, was ich so den ganzen Tag treibe. Mitarbeiter. Die Anzahl ist über Winter mal ein wenig höher. Wir sind roundabout 80 Mitarbeiter. Zeitgleich will der Market Print immer mehr Richtung Software gehen, das heißt Partnerproduktion anzubinden und dann je nachdem, in welchem Land die Bestellung reinkommt, das an die Partnerproduktion weiterzuleiten. Das heißt, die Amerika-Ads sind auch seit letzter Woche online. Wir konnten es noch nicht für die breite Masse freischalten. Ich werde mal schauen, vielleicht kann ich ein paar Shops freigeben, dass wir auch in Amerika mit skalieren können. Aber das lasst wohl die Skalierung vom nächsten Jahr sein. Amerika, USA, Mexiko, Kanada. Wir fahren jetzt rüber zur Produktion, machen mal die erste Runde, reden mit unserem CEO, mit dem Nejmi, schauen, wie die Gemüter da sind, ob alles entspannt ist. Wir haben sehr, sehr viele Produkte rausgebracht. Jetzt die letzte Woche. Wir haben Samstag mitgearbeitet, wir haben Sonntag mitgearbeitet. Und eigentlich sollte es jetzt noch sehr entspannt sein, beziehungsweise ein positiver Druck. Aber wir sind von der Bestellungsanzahl sehr, sehr gut dabei. Und genau das wollen wir die nächsten Wochen auf jeden Fall auch einhalten. Wir sind ja bekannt dafür, dass wir sehr, sehr spät die Reißleine ziehen. Das heißt, dass Bestellungen noch sehr spät reinkommen, noch vor Weihnachten rausgehen. Und genau dieses Ziel verfolgen wir auch in diesem Jahr. Ja, hier stehen noch unsere 2 Öfen. Wenn jemand Interesse hat an 2 Öfen, ich verkaufe sie euch für einen guten Preis. Die stehen hier draußen rum. Einfacher Grund. Wir haben neue Öfen gekauft und haben die einfach rausgestellt. Wir haben noch mehr Wert auf Kundenzufriedenheit gelegt. Kurz zum Vergleich. Die Öfen kosten ca. 15.000 bis 20.000 pro Einheit. Unsere neuen sind ca. bei 40.000. Sind länger, sind breiter und sind besser einfach für die Kapazitäten, die wir abbilden. Ja? Und das ist das Wichtigste. Customer Zufriedenheit. Darum totes Kapital. Falls vielleicht ein anderer E-Commercer, der Interesse hat an eigenen Öfen, ja, der meldet euch bei mir. Ne? Ich mache euch einen tollen Preis. Ich will ja auch, dass ihr mal vorankommt. Yeah. Vielleicht fragt ihr euch, was das ist. Ganz einfach, das ist unser Bestand, den wir jetzt im November und Dezember benötigen, um Bestellungen auszudrucken. Hier drauf kommen die Bestellungen, hier drauf kommen die QR-Codes. Und ja, ihr seht, wie viele Bestellungen hier rausgehen werden. Es ist verdammt viel. Kleinigkeiten haben wir schon vorverpackt, das heißt Bücher. Dass das keine Zeit mehr frisst. Es gehen am Tag ca. 20 Bücher raus. Darum haben wir die schon vorverpackt. Und natürlich auch unser Consulting-Buch. Das heißt, wer im E-Commerce Goldcode dabei ist, kriegt auch schon die vorgepackten Bücher rausgesendet. Dass das einfach keine Zeit mehr frisst. Ja? Wir wollen uns wirklich nur darauf konzentrieren, die Produkte hier rauszubekommen. By the way, wer Interesse hat am Buch, unten in der Videobeschreibung ist der Link. Wer Interesse hat, an der EGC mit teilzunehmen, meldet euch bei marketconsultive.de. Redet mit uns, lasst uns zusammenarbeiten. Das nächste Jahr erwartet uns auch noch und wir haben vieles, vieles geplant. Heute ist Montag und wir haben ein Ziel für diese Woche, was extrem wichtig ist. Die ganze Ware muss da sein, aber ist alles auf Hochtouren geplant und kommt auch alles die nächsten 48 Stunden an. Und Nummer 2, ich will so gut es geht leerlaufen, Donnerstagabend, bevor die ganzen Shops ihren Black Friday Drop losschießen. Diese 2 Ziele haben wir und Stand momentan läuft alles sehr, sehr gut. Wir bauen jeden Tag Bestellungen ab, wir laufen auf Hochtouren und es scheint gut auszusehen. Ich habe jetzt gleich noch mal ein Meeting mit unserer IT und ja, von der Produktionsseite scheint alles sehr, sehr gut zu sein. Im Vergleich zum letzten Jahr, haltet euch fest, wir haben eine Steigerung von 90%.
20%. Vielleicht noch fürs Verhältnis. Am Black Friday haben wir 7-mal so viel Bestellung wie sonst und über die restlichen Tage 3-mal so viel Bestellung wie sonst bis zum 18.12. Champions League. Hallo, 4 McChicken, 2 Chickenburger, 2 Big Mac, eine Cola Zero, ein Cheeseburger. Vielen Dank. Ja, willkommen zu Tag 2, 18.45. Philipp natürlich noch hinter der Kamera. Gestern haben wir uns im Gym getroffen, jetzt sind wir bei McDonald's. Heute komplett durchgearbeitet. Ich hatte mein PayPal-Limit kurze Zeit auf 200 Millionen gesetzt, pro Monat. Ist wieder runtergegangen. PayPal. Ja, und jetzt habe ich es heute versucht, wieder hochzusetzen. Weil wir sonst an Grenzen kommen, die nicht mehr passen. Cassius King. Weißt du, wer Cassius Clay ist? Ja. Muhammad Ali. So hieß er, bevor er sich umbenannt. Kennst du das, wo er boxt und dann die ganze Zeit ausweicht? Die legendäre Szene, ne? Wahnsinnsboxer gewesen. Ich hab wieder Abendessen dabei. Onkel Neschinger, wie geht's? Anstrengend. Sehr, sehr schöne Wochen werden das und sehr, sehr harte Wochen werden das. Aber wir werden es überleben wie die anderen Jahre auch. Wir haben ja viel gelernt aus der Vergangenheit und man sollte jedes Jahr einfach eine Schippe drauflegen und jedes Jahr ein bisschen besser werden. Was ist dein Gefühl für dieses Jahr mit den Bestellungen? Heftig. Ja. Also die Analysen, die wir gemacht haben, zeigen, das wird das beste und das heftigste Jahr. Wir sind sehr, sehr gut vorbereitet, aber trotzdem wird es enorm schwierig. Wie fühlst du dich gerade? Ja. Topfit? Ja, topfit natürlich, von dem her gespannt. Ich bin so neugierig auf den Freitag, was da passiert, Donnerstag, was Freitag passiert, wie viele Bestellungen wirklich reinkommen. Und dann wissen wir, welche Hebel wir alle in Bewegung setzen müssen, um genau diese Herausforderung meistern zu können. Ja, dann viel Erfolg weiterhin, möchte ich gar nicht länger aufhalten. Ja, danke, danke, wir haben viel um die Ohren. Ja, wie war der zweite Tag allgemein? Ziemlich gut. PayPal-Problem habe ich behoben. Noch nicht ganz, aber weitestgehend. Wir hatten ein Limit von 2,5 Millionen, wurde wieder runtergeschraubt. Jetzt ein bisschen kritisch, jetzt könnten wir das leicht überschreiten. Das heißt, ich musste da mit denen diskutieren. Zeitgleich muss ich noch was in der IT jetzt umprogrammieren, dass das schneller freigegeben wird. Zeitgleich habe ich mir als Sicherheit, falls zu viel Umsatz fließt und zu viel Geld eingefroren wird, nochmal einfach Warenfinanzierungen dazu geholt. Das war Punkt 1. Punkt 2, natürlich haben wir über Ware diskutiert und Ware gelöst aus der Türkei. Wir haben dieses Jahr sehr viele Produkte. Danke an euch nochmal. Sehr viele Bestellungen Higher Blank, sehr viele Bestellungen Vacancies. Die Ware kommt richtig gut an. Die Ware wird vom Markt angenommen. Und darum müssen wir auf jeden Fall, ich sag mal, ein organisatorisches Meisterwerk im ersten Jahr unserer türkischen Produkte ablegen. Haben wir hinbekommen. Läuft weitestgehend. Morgen geht ein LKW raus, übermorgen geht ein LKW raus. Und dann geht jede Woche ein LKW raus, kommt hier an, wir laden die Ware ab und produzieren. Und dann direkt, seit 4 Jahren, arbeite ich mit denselben Leuten zusammen an einem Ziel, Marketprint größer zu machen, die Beratung größer zu machen, besser zu machen und das Beste zu machen, was auf dem Markt existiert. Ja, unsere neuen Tassenmaschinen können wir hier alleine 5 Tassen gleichzeitig machen. Wir haben noch unsere andere Anlage. Ja, ein bisschen mehr investiert hier in die kleineren Abteilungen, sage ich mal, sei es Tassen, sei es Laser und Co. Und nächstes Jahr wollen wir in eine noch breitere Richtung. Soll ich euch sagen, was wir nächstes Jahr planen? Es ist der Zeitpunkt gekommen, Philipp. Ja, ich würde sagen schon. Okay, komm, ich mach. Ich sag euch, was wir planen. Marketprint verwandelt sich mehr zu einer Software. Das heißt, im nächsten Jahr werde ich europäische Print-on-Demand-Lieferanten suchen mit wahnsinnig einzigartigen Produkten, bei mir ein System mit rein implementieren und Marketprint sowohl unsere Produktion machen, als auch kennzeichnen, wenn es von einer Partnerproduktion kommt und dann die breiteste Produktpalette auf dem Markt haben mit innovativen Produkten. Wir haben es dieses Jahr gesehen. Schau mal, ich habe vor ein paar Tagen Gymshaker reingenommen. Ich habe 2 Shops freigeschaltet. Wir haben am Tag 69 Bestellungen von Gymshake, das nach ein paar Tagen. Ich stelle mir vor, ich schalte es für alle frei. Das sind einzigartige Produkte und ich will, das war schon lange mein Ziel von Anfang an, Marketprint zu der Plattform machen, die man als Print-on-Demand-Anbieter nicht vermissen, also die man einfach installieren haben muss. So, man braucht das. Und genau das ist das Ziel. Darum werde ich mehr hier rein investieren, mehr da rein investieren und mehr in Partnerproduktion und Software investieren. Denn ich habe zusammen mit Daniel und Ferdinand, Grüße an dich auch an dieser Stelle. Wir haben zusammen an der Softwarelösung gearbeitet, dass wir unser einzigartiges System innerhalb von ein paar Stunden bei Partnern installieren können, wie ein Franchise nenne ich es mal, und dass die dann ihre Produkte bei uns im Marketprint anbieten können. Und in diese Richtung möchte ich gehen. Ich möchte die Breite von Marketprint nicht nur auf meine Produktion beschränken, sondern ich will euch als Marketprint-Kunden alle Produkte, die es da draußen auf dem Markt gibt, zur Verfügung stellen. Und ich werde euch hier jetzt mal eine Seite markieren. Falls du eine Produktion besitzt, falls du einzigartige Produkte besitzt, von Holz bis Schokolade, was weiß ich was, weiß der Geier was, egal was es ist. Wenn du was hast, trag dich ein, lass uns telefonieren. Ich mache persönlich die Calls und stell mir deine Produktpalette vor, die wir unseren Online-Shops anbieten können. Wenn ich damit fertig bin in ganz Europa, wenn ich die ganzen europäischen Lieferanten habe,
Wenn ich unsere Produktion weiter ausgebaut habe, dann komme ich nach Amerika. Und ich warne euch Amerikaner, ich komme. Auf dem asiatischen Markt will ich auch irgendwann, aber noch nicht jetzt. Irgendwann. Die Leute haben gelacht, als ich 2020 Market Print gemacht habe. Vielleicht lachen sie jetzt wieder, weil ich den neuen Step oder weil ich den nächsten Step gehen möchte. Aber wichtig ist, was ihr selbst denkt und wer zuletzt lacht. Und schau mich an, momentan lache ich absolut nicht, weil es ist Black Friday, ja. Aber die restliche Zeit lache ich auf jeden Fall. Das heißt, ihr braucht eine Idee und dann setzt es so. Ihr kennt mein erstes Video auf YouTube, also nicht mein erstes, aber irgendwann. Ich gründe Market Print, bla bla bla. Heutzutage 2000 Quadratmeter plus Produktion. Und ich sage euch jetzt an dieser Stelle, ich werde eine weltweite Print-on-Demand-Software machen. Und in 4 Jahren schaue ich dieses Video an. Und dann reagiere ich hier drauf. Und dann werden viele sagen, es war leicht, aber es war nicht leicht. Aber ihr braucht nur eine Idee. Und dann müsst ihr euch an euch glauben. Ein bisschen zu viel Selbstvertrauen kann ja auch nie schaden, ne? Ja, ich würde sagen, wir beenden diesen Tag. Mein Blutdruck ist gestiegen nach dieser Ansage. Ich muss mich ein bisschen entspannen. Oder, Philipp? Ich muss ein bisschen lockerer werden. Warum? So angespannt, ey. Hab doch alles deine Zeit. Ich will es halt schnell erreichen. Na gut, wir sehen uns morgen. Tag 3. Mittwoch. Wie geht's den Nerven? Jetzt wieder besser. Wir sind auf der Zielgeraden, also von der IT. Sieht eigentlich echt cool aus, ne? Also jetzt ist die Produktion, glaube ich, gefragt. Und wir unterstützen ihn dann dabei über die nächsten Wochen. Daniel hat schon wirklich Gewaltiges gemacht in den letzten Tagen nochmal. Richtig, richtig geil. Sauber, echt wirklich. Da kann ich wirklich nicht mehr sagen. Das ist ein Terminator. Montag war noch ein bisschen stressig. Ja, ja, also was Daniel den letzten Tag für Druck hatte, das war eine heftige Nummer. Aber hast du echt gut hinbekommen. Jetzt passt er den Ball rüber an die Produktion. Ne? Kann man so sagen. Ja. Nice. Und was ist dein Gefühl für Black Friday? Du hast ja letztes Jahr auch schon, das war letztes Jahr dein erster Black Friday. Was sagst du zum Jahr bis jetzt? Boah, brutal. Also ich muss sagen, jeder hat echt mit angepackt und das wird es so in allen Dichtungen einfach nach vorne gebracht haben. Die haben echt unser Bestes gegeben. Ne? Also ich freue mich auf die Zeit jetzt. Also jetzt können wir die Früchte ernten auch. Machen wir die ganze Zeit schon. Danke, wir sehen uns. Also wir fahren kurz zur Tankstelle noch, holen uns eine Red Bull, bevor wir in die Produktion gehen. Ein bisschen Koffein tut nicht schlecht. Ne? Ich schlafe ein bisschen wenig hier zur Zeit. 6 Stunden, normal schlafe ich 8 Stunden. Was die Challenge ist bei der momentanen Zeit, das ist ganz einfach. Das ist dieses Zusammenspiel. Ne? Und natürlich, man braucht irgendwo auch Eier, sage ich mal. Wir sind jetzt im 4. Jahr. Wir haben Ware vorgekauft, was außerhalb unserer Prognosen war von weit mehr als 1 Million Euro. Allein bei einem Lieferanten haben wir über 800.000 Euro dagelassen. Da ist mal hier der Kostenvoranschlag. Und ja, ich habe wahrscheinlich Ware im Wert von 2,5 Millionen Euro rumliegen, ne, momentan. Und das ist die Herausforderung bei vielen, die solchen Business starten wie ich jetzt, wo man jetzt nicht Print-on-Demand oder Dropshipping macht, die Ware nicht im Vornherein finanzieren muss. Ich bin gezwungen, die Ware zu finanzieren, weil sonst habt ihr keine Ware. Darum ist bei mir nochmal eine No-Brainer-Entscheidung. Und ich habe jetzt zu meinen normalen Bestellungen wahrscheinlich über 1,5 Millionen Euro nochmal nur ins Q4-Business investiert. Nur an Ware. Heftige Nummer. Aber was muss, muss. Und nachher ist mein Urlaub, oder? Ja. Ja, nach dem Weihnachtsgeschäft geht's nach Thailand. So, unser Timo, unser Azubi kennt ihr aus den Videos. Welches Video hatten wir gemeinsam? Schach. Schach. B2CO. B2CO hatten wir gemeinsam. Genau. Du bist auch in der Produktion, habe ich gesehen jetzt. Jetzt bin ich auch in der Produktion, ja. Und, wie gefällt's dir bis jetzt? Ja, macht mir schon Spaß. Mal was anderes, nicht immer das Gleiche. Ja, ein bisschen sportlich aktiv bleiben, ne? Ja. Auch immer wichtig. Ja, sauber. Dann viel Erfolg, ne, weiter. Ja, danke. Toller Einsatz, Timo, vielen Dank. Ja, ich habe mir heute die Videos angeschaut und mal so ein bisschen, ich sag mal, einen Jahresrückblick gehabt. Was wir alles so gemacht haben, dieses Jahr, um euch mal abzuholen. Wir sind im Februar in diese Hallen gezogen, über 2000 Quadratmeter. Das war unser erster großer Schritt, um, ich sag mal, das alles stabiler zu machen. Es hat eine gewisse Zeit gedauert. Natürlich konnte ich nicht im ersten oder im zweiten Jahr hier hinziehen. Jetzt im 4. Jahr war es dann soweit. Wir konnten in diese riesengroße Halle ziehen, die mir selber sehr gut gefällt. Nummer 2, wir haben im Januar ein Meeting angesetzt. Das hieß Null-Fehler-Politik. Und wir haben alle Punkte, die überhaupt auftreten konnten, aufnotiert. Wir haben das komplette Frontend aufnotiert, also das, was ihr im Market Print seht. Es gibt ja verschiedene Bereiche, das ist der Frontend-Code. Dann haben wir den von diesem Frontend in das Frontend umgewandelt. Viele Features mit reingenommen, viele kommen noch, viele sind noch auf Pipeline. Da programmiert Daniel und unser ganzes IT-Team dran weiter. Und dann werden wir nach und nach diese ganzen Features mit reinnehmen. Das war die zweite große Änderung. Das heißt, das Frontend von Market Print und natürlich auch das Backend, das, was in der Produktion passiert, dass wir die Bestellung bekommen. Das alles haben wir auch nochmal neu umstrukturiert und neu umprogrammiert. Kostenfaktor dafür waren, boah, das war ein teurer Spaß. Was schätzt ihr, wie viel? 100.000. Ein bisschen über 100.000, ja. Was ist noch passiert? Wir haben die komplette EGC umgebaut. Wir haben die EGC 3 released. Wir haben das Q4 Faster umgehört. Wir haben das Q4 geleased. Falls ihr nicht wisst, was diese Begriffe heißen, das sind unsere Unternehmensberatungen. Die haben wir komplett neu aufgenommen. Von
dieser Qualität zu dieser Qualität. Ja, das heißt, wir haben auch da enorm viel Zeit und enorm viel Aufwand investiert. Wir sind da wirklich mit allen Kapazitäten rein. Wir haben uns da eingesperrt. Philipp weiß es noch. Wir sind nach Österreich gefahren, glaube ich. Zu viert haben uns fast 2 Wochen eingesperrt und haben über 180 Videos durchgepusht. Und zwar qualitativ hochwertige, auch schwierige Videos haben wir dann durchgepusht. Ja. Wir haben die Shirt Black Card neu gedreht. Die Shirt Black Card, die ist in den letzten Wochen rausgekommen. Das ist das Mentoring, was die Leute machen, wenn sie bereits einen gewissen Umsatz haben. Dann kommen sie da rein. Und auch das haben wir neu gedreht. Auch da waren es ungefähr per 160, 170 Videos. 100 drehen wir jetzt noch im Januar nach. Wenn ihr Interesse habt, mit uns zusammenzuarbeiten, könnt ihr jederzeit unter markeconsultive.de euch natürlich einen Termin einbuchen und dann schauen, ob eine Kooperation in Frage kommt. Wir geben wirklich alles dafür, dass ihr zufrieden seid. Was haben wir noch gemacht dieses Jahr? Wir haben enorm viele Produkte auf den Markt gepusht. Ja, hier mal eine kurze Einblendung von den Produkten, die wir auf den Markt gepusht haben. Wir haben das erste Mal unsere Türkei-Ware mit an Bord geholt. Ja, das heißt die Higher Blanks. Dieses Jahr haben wir die Wagcan-Seeks für alle freigeschaltet. Und wenn man mal hinter mir schaut, das ist ein enorm großes Lager nur für die Wagcan-Produkte. Das heißt, wir haben dieses Jahr unsere eigenen Produkte mit an den Start gebracht. Wir haben unsere Personalisierungs-API gebaut. Demnächst werden wir sie auch öffentlich stellen, für alle zugänglich. Da kriegt ihr mehr Informationen bei uns im Customer Care. Könnt ihr jederzeit auch anrufen, by the way. Wir haben jeden Tag geöffnet, von Montag bis Freitag. Uhrzeiten findet ihr auf der Webseite. Ruft gern durch und quatscht mit uns, redet mit uns. Ja? Wir sind eure Partner, redet mit uns. Ja, sonst bedanke ich mich natürlich für die ganzen Klicks, für die Zuschauer. Euch, ihr begleitet mich ja auch schon seit 6 Jahren. Und ich möchte euch was zurückgeben. Wir haben neue Zipper, wir haben neue Jogginghosen, wir haben neue Farben. Für jeden Kommentar kriegt ein Los. So. Und ich werde insgesamt 5 Leute ziehen und jeder von euch, der kriegt ein Zipper plus eine Jogginghose aus unserer Wagcan-Kollektion zugesendet. Klar bin ich auch noch nicht der perfekte Unternehmer und klar, ich bin ein junger CEO, ich bin jetzt 27 Jahre alt, enorm viel Verantwortung und ich gebe mein Bestes Tag für Tag und ich lerne jeden Tag mehr und ich werde jeden Tag besser und das ist wichtig. Ja, wenn du am Abend die Augen schließt, jetzt für dich selber, musst du sagen, weißt du was, ich habe mein Bestes getan. Wie geht's dir heute? Ja, anstrengend. Ja? Das ist anstrengend. Und läuft alles? Momentan sehr, sehr gut im Meer. Und ja, das Personal sieht sehr, sehr gut mit. Wir holen momentan auf, aber wie schon erwähnt, bin gespannt auf den Freitag. Und auf den Donnerstag, ne? Ja, ich habe mehr Angst vor. Den Donnerstag kriegen wir hin. Ja. So, aber der Freitag macht es ja umso schlimmer. Aber ja, das ist bekannt aus den Jahren zuvor. Der Freitag und der Donnerstag, das sind die entscheidenden Tage, wo wir wissen, wo wir stehen, wo wir wissen, wo wir handeln müssen und wo wir auch erst sehen, was wollen denn die Kunden überhaupt, wo ist der Fokus in diesem Jahr. Und darauf müssen wir sehr, sehr schnell reagieren und natürlich dementsprechend die Ware herbekommen und dann sofort in Produktion gehen. Vielen Dank, wir sehen uns. Philipp, ich habe ein neues Hobby angefangen. Ja? Ich zock jetzt Modern Warfare. Machst du einen Stream? Nein, komm, nur E-Commerce-Fragen. Die Leute interessieren sich ja nie für mich, ey, nur für E-Commerce. Und was viele nicht wissen, ich habe früher World of Warcraft gespielt. Ich hatte sogar einen Titel. Ich war Rivale. Rivale ist eins unter Gladiator. If you know, you know, ne? Wenn du World of Warcraft gespielt hast. Weißt du, was diese Titel bedeuten? Ich war Hexenmeister. Warlock. 3 vs 3 Arena. PvP, ich warte auf dich. Ah, so eine Zeit, ne, Philipp. So, ich habe jetzt bestimmt seit 6 Jahren nicht mehr Spiele gezockt. Aber es macht schon Spaß irgendwie. Männer werden nie erwachsen, oder? So, wir sind jetzt hier am Abend angekommen. Tag 3. Wir haben jetzt nochmal einen Call mit unserem Saverio. Grüß dich, Saverio. Hi, hi. Wie geht's? Ja, ein vertrautes Gesicht auf dem Kanal. Wir haben uns ja vor ein paar Monaten gesehen. Damals du hier vor Ort hast du ein 100k-Wort, wenn ich mich nicht täusche, oder? 100k-Wort war es. Ja, da war es aber noch insgesamt der Umsatz. Da war 100k. Weißt du noch die Szene, wo wir es vorhergesehen haben, gesagt haben, hey, das wird was? Kannst du dich daran erinnern? Ich hab's nicht ganz geglaubt. Ja. Es ist passiert. Also du bist kurz vor der Explosion, ich bin mir sicher. Ja? Wenn wir nächstes Mal hier zusammensitzen, werden wir über hohe Zahlen reden. Und besonders dann auch im Winter. Ich sag's hier nochmal. Die 100k knack mal. Und wo stehst du momentan? Was hast du gestern für einen Umsatz gefahren? Gestern war ein schlechter Tag, da war ich bei 12k. 12.000. Das ist eine geile Leistung, Saverio. Da musst du unbedingt nach dieser Zeit auf jeden Fall nochmal vorbei. Was war letzten Monat circa so? Pi mal Daumen? Hast du, da warst du über. Letzten Monat war 180.000. Diesen Monat bin ich jetzt schon über die 200.000. Diesen Monat über 200.000. Das ist in der Tat. Kannst du vielleicht kurz dein Shopify-Dashboard für die Leute aktualisieren? Danke. Dass die Leute das hier auch noch nicht. Da gab es einen, der meinte, glaube ich, bei dir Schauspiel AG, oder? War das der Fall? Ja, klar. Das war bei dir im Video, gell? Schauspiel AG. Dieser Monat 250. Jawoll. Ich aktualisiere nochmal. Ja.
250. Ja, sauber, hey. Das sind in der Tat tolle Umsätze. Das wird ein gewaltiger Monat. Black Friday steht da noch vor der Tür. Der kommt noch. Der kommt noch und Dezember kommt noch. Jetzt November. Ja, auf jeden Fall eine geile Nummer. Ich bin richtig glücklich, dass wir es jetzt hingekriegt haben. So, keine Frage, hey. Vor allem in so kurzer Zeit. Ja, ne, das war jetzt echt. Das war ja ein paar Monate. Das war wahnsinnig. Cool. Ja, okay, dann würde ich an dieser Stelle einen Cut machen und ich würde sagen, wir springen jetzt gleich mal rüber und schauen mal ein bisschen dein Business an. Was heute auf dem Plan? Wir droppen heute mit ein paar Projekten, mit ein paar Online-Shops, ein paar Kunden von uns droppen. Kurz, was heißt droppen? Ich habe es jetzt einfach mal so in den Raum geschmissen hinter meinem Marketingzeug, was hinter mir steht. Drop ist eigentlich ganz einfach. Es gibt zwei verschiedene Arten von Drops. Entweder du hast bereits so eine starke Marke etabliert, dass du so viele E-Mail-Follower hast, dass du genau zu diesem Zeitpunkt eine neue Kollektion raushaust und dann die Bestands-E-Mail-Liste einfach eine E-Mail dann ist mit, guck mal, 10% Rabatt auf alles, schlag zu, nur solange der Vorrat reicht, bis alles ausverkauft ist und dann ist sold out. So, das ist Nummer 1. Oder Nummer 2, du machst extra eine Landingpage, ja, und du sagst, guck mal, genau in diesem Datum werden wir eine neue Kollektion rausbringen und dann schaltest du unendlich viel Adspend da drauf, ja, und achtest darauf, dass deine Kosten pro Eintrag ca. bei 2-3 Euro liegen, sodass du am Ende des Tages mit einer E-Mail 10 bis 30 Euro Umsatz machst. Das heißt, eine aggressivere Strategie. Beide Strategien sind in Ordnung, kommt davon, was für eine Brand du hast. Wir haben hier einen Mix zwischen richtigen Brands und ich sag mal einfach mal Print-on-Demand-Shops, die nicht viel mit Branding zu tun haben, die einfach auf Masse gehen, Designs, die auf Masse verkauft werden. Und bei beiden machen wir heute ein paar Strategien, ein paar E-Mails raus und hoffen wir, dass da was läuft. So, am gespanntesten bin ich natürlich auf den Umsatz von meinem Hauptunternehmen. Ich habe ja 4 Unternehmen und Anteile an vielen verschiedenen Unternehmen. 4 an der Zahl. Und am gespanntesten bin ich, was beim Market Print passiert. Denn da sieht man das Ergebnis von vielen, vielen Online-Shops. Und ja, das Ergebnis von unserer Software und was sie bis heute gebracht hat. Ich denke, da wird einiges an Umsatz dabei rumkommen heute. Ich denke, ein paar Hunderttausende. Und darum warten wir ab. Ja, hier haben wir zum Beispiel einen Kunden. Ich zeige es euch mal. Hier ist er schon bei 28.000 Euro heute. Hat er mir geschickt vor ein paar Minuten, hat um 15 Uhr seine ganze Aktion angefangen. Und schau mal, was dabei rumkommt. Mal schauen, was am Ende des Tages heute auf PayPal draufstehen wird. Was haben wir bis jetzt? Ja, bis jetzt haben wir den Umsatz drauf. Mal schauen, was heute im Laufe des Tages da nochmal rumkommen wird. Ich sag mal, ist in Ordnung für diese Uhrzeit. Aber ein paar hunderttausend will man da schon heute dran stehen haben. Sonst wäre ich enttäuscht. Ja, bin ich mal gespannt natürlich auf heute. Heute ist mal ein kleiner, eine Preview, was uns morgen erwartet. Und da bin ich gespannt, aber all in all haben unsere Kunden einen geilen Job gemacht. Wir profitieren aber voll von unseren Kunden, das heißt, es ist wahrscheinlich ein geiler Tag. Okay, ein Kunde schreibt gerade, die letzten Tage waren nicht stark. Die Google-Kampagne geht ein bisschen den Bach runter. Schlechtes Timing am Donnerstag, aber so wild. Richten wir schnell. Okay, macht da nochmal einen Termin mit dem Thomas. Bringt die Google-Kampagne in Ordnung. Macht dann eine Analyse, am besten heute noch, ja. Der Thomas, der Joker für Google Advertising. Ja, Leute, wir haben Black Friday hinter uns gelassen. Es war ein wahnsinniges Jahr. Ich danke euch allen. Ich danke all unseren Teilnehmern von Market Print. Ich danke all unseren Shop-Betreiber von Market Print. Unsere eigenen Marketing-Abteilung. Ihr habt das Ding wirklich gerockt. So sehr, sodass sogar ein Problem, was ich letzte Woche gesehen habe mit dem PayPal mit zum größeren Problem wurde. Ich zeig's euch mal. Ich habe jetzt so ein bisschen Geld weggezogen, denn ich hatte ein unwohles Gefühl dabei. Und siehe da, es wurde übers Wochenende 285.000 Euro weggestrikt. Tendenz steigend. Das heißt, kann gut sein, dass ich bis zum Ende vom Monat eine gute Summe einfach noch nicht verfügbar ist. Aber Mai, wir werden es überleben. Was haben wir gemacht? Wir haben Freitag einen einzigen Shop von uns noch runtergefahren. Das hat uns nochmal die Freiheit gegeben, um die optimale Produktionskapazität und die Produktionsauslastung zu haben. Das heißt, auch da sind wir gut davon gekommen. Und ja, es läuft eigentlich alles einwandfrei. Was jetzt für die nächsten Tage und Wochen geplant ist, sind die nächsten 30 Tage zu 100% für euch da, bis jede einzelne Bestellung da rausgeht. Klar haben wir Lieferverzögerungen am Black Friday und in diesen spannenden Wochen, aber wir geben unser Bestes, dass jede Bestellung so schnell wie möglich abgearbeitet wird. Und dafür, ja, sind wir die nächsten Tage, die nächsten Wochen gemeinsam mit dem ganzen Team für euch da. Ja, ich blende euch mal auch ein paar Umsätze ein. Das sind Umsätze von unseren Mentees und die haben auch insgesamt einen tollen Job hier gemacht. Nicht nur die großen, sondern auch mal ein paar kleine vielleicht. Ja, wir loben immer die großen Online-Shops. Es sind auch viele neue Unternehmer dabei, die seit ein paar Monaten dabei sind und ebenfalls richtig tolle Umsätze machen. Darum auch Glückwunsch an die großen, als auch an die mittleren
und natürlich auch an die Leute, die ihren ersten Sale gemacht haben, überall. Und dann die Reise fängt mit der ersten Bestellung an. Und ihr habt die erste Bestellung gemacht. Und Daumen auch hier von meiner Seite. Glückwunsch an jeden, der überhaupt im E-Commerce weitergekommen ist. An dieser Stelle möchte ich auch ein paar Videos markieren, wenn du einen Online-Shop aufbauen willst. Ein Video dazu hier. Wenn du unsere Beratung nutzen willst, hier ist der Link, marketconsultive.de. Und wenn du unsere Shopify-Software nutzen willst, marketprint.de. Wenn du Fragen an mich hast, kannst du mir auch gerne unter Instagram schreiben, @aposwelly. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis bald.